Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber aus meteorologischer Sicht, da startet in wenigen Tagen Anfang Juni der Sommer. Hier in Österreich ist es allerdings viel zu nass und viel zu kalt. Überall sattes Grün, die Wiesen, die erfreuen sich an sehr viel Regenwasser, das sie aufnehmen können. Und Land auf, Land ab ist das momentan wirklich das Objekt der Begierde, nämlich der Regenschirm. Er ist im Dauereinsatz und Österreich ist so etwas wie das Land der Regenschirme momentan, denn es ist einer der kühlsten Maiwerte überhaupt in der Geschichte, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Ein Rekord aus dem Jahr 1991, der könnte gebrochen werden. Wir sind natürlich gespannt und hoffen, dass der Sommer dann irgendwann tatsächlich auch kommt und dass wir den Regenschirm vielleicht irgendwann als Sonnenschirm benutzen können und ihn irgendwann dann auch getrost zur Seite schieben. Bis es soweit ist, müssen wir allerdings noch warten, aber irgendwann ist sie da. Man nennt sie Sonne. Diese wärmespendende Kraft, die hinter mir gerade aufgeht, hoffentlich nicht nur im Fernsehen, sondern für uns alle. Wir müssen uns noch gedulden, aber irgendwann kommt da ganz bestimmt der Sommer und dann kommt auch die Sonne wieder zum Vorschein.